In unserer Serie Persönliche Fragen an stellen wir Ihnen heute die amerikanische Dressurreiterin Lisa Wilcox vor. Erfahren Sie im Interview, wie sie mit Delfinen frühstückt, wie sie zu ihrem ersten Pferd gekommen ist und wer ihr Lieblingskoch ist. Erinnern Sie sich zurück. Wie sind Sie zum Reiten gekommen? Als kleines Mädchen habe ich immer irgendwie auf die Weide, wenn wir irgendwo hingefahren waren mit meiner ganzen Familie, habe ich die Pferde gesehen und habe geguckt, guck mal, es ist ein Pferd. Und dann irgendwann hat mein Vater ein Pferd gekauft und es war unser Familienpferd, hat uns überall wir konnten einfach drauf, ohne Sattel, ohne Trense, lasst uns einfach drauf sitzen und wird grasen gehen. Und da drauf zu kommen, hat er seinen Kopf runtergegeben, war am Fressen, ja, und dann haben wir da drauf auf seinem Kopf mit seinen Ohren hinten und dann hochgeht und wir gehen die Hals runter und waren am Rücken. Und so ist es begonnen und wir haben unwahrscheinlich viel Mut bekommen da, deswegen. Und dann haben wir viele Quarter Horse Thoroughbreds, gemischte Pferde bekommen. Dann hatten wir irgendwann so 4, 5 Pferde, dass wir einfach sehr hobbymäßig mitgespielt haben. Was ist das Schönste am Reiten? Das Arbeit mit dem Pferd. Es ist eine wunderschöne Tier. Und für mich ist das diese Mitmachen im Kopf. Und wenn ich da dieses Kopf für mich gewinnen, dass diese Harmonie ist unvergleichbar. Und für mich, das ist es. Welches Pferd werden Sie niemals vergessen? War der Relevant, der Royal Diamond, der Rohdiamant und Friedensfürst waren 4 Pferde, die mir sehr besonders am Herzen lag. Weil die alle eventuell Grand Prix gegangen sind und man verbringt noch etwas mehr Zeit mit diesen Pferden, natürlich. Wollten Sie schon mal alles hinschmeißen? Ja, ich bin zu stur. Ja, da waren zwischendurch, ja, ist man frustriert, aber ich gebe nicht auf. Es ist nicht meine Persönlichkeit. Was möchten Sie an einem perfekten Tag unbedingt machen? Ein perfekter Tag, das erlebe ich jetzt langsam. In Florida zum Beispiel, mein täglicher Ablauf ist, ich beginne die Arbeit 9 Uhr morgens im Stall. Aber vorher bin ich auf dem Balkon mit einer Tasse Kaffee und gucke die Intercoastal, die Wasser an. Und manchmal, Delfine kommen die Intercoastal hoch. Dann trinke ich ganz gelegentlich eine Tasse Kaffee und dann gehe ich zu die Arbeit. Ich fahre ungefähr eine Stunde. Ist ein toller Hof. 12 Boxen. Sehr mediterran, natürlich. Palmen, offene Stellungen. Ich kann von meinem Viereck oben in die Stellungen gucken, die Pferde schauen mich an und die Wind, die tropische Wind kommt gemütlich durch den Stall. Und nach der Arbeit, und ich habe wirklich herrliche Pferde jetzt momentan, dann fahre ich wieder nach Hause, ziehe ich meine Bikini an, gehe ich ins Meer und gehe ich entweder oder schnorkeln, ich lerne jetzt Surfen oder wir gehen aufs Boot in ein bisschen angeln. So, mein Leben ist sehr vielfältig jetzt und ich habe das Gefühl, ich habe unwahrscheinlich viel Balance jetzt. Das Schöne ist, selbstständig zu sein, wo ich darf entscheiden, wo ich reite und wenn ich reite. Und für mich das Traum ist, dass ich im Stall komme und ich sage, wie es läuft. Und ich kann diese Pferde anschauen. Ich habe Paddocks, die gehen ins Paddock. Und es ist sehr einfach eine ganz, ganz ruhige Atmosphäre, was ich mich immer gewünscht habe, weil natürlich ins Geschäft, wenn man mit Pferde Geschäfte macht, kann es sehr hektisch werden. Und das wollte ich nicht und jetzt muss ich das nicht. Auf dem Spitzensport will ich wieder, das ist keine Frage. Und die Druck mache ich mich selbst, das kenne ich auch. Das ist auch so, wie ich bin. Wird auch nicht hier sein, wenn ich das selber, weil man bekommt Pferde zu reiten, aber von nichts kommt nichts. Das ist klar.
Und so, jetzt kann ich mich diesen Druck auf meine eigene Pferde machen und das ist herrlich. Deswegen ist es schön zu sagen, ich habe eine 10-jährige Stute, was für die WM geplant ist, nicht für Hongkong. Es muss nicht Hongkong sein, aber WM, Kentucky. Was ist Ihnen lieber, kochen oder essen gehen? Ich brauche nicht kochen. Mein Freund kocht hervorragend. Und das gehört auch noch zu einem tollen Tag. Ich komme nach Hause, der ruft an und sagt, wo bist du? Und sage ich ungefähr, und dann fängt er das Essen an. Und dann entweder oder gehe ich schwimmen zuerst oder esse ich erst. Es kommt drauf an. Und so ist es, aber gehe ich gerne essen. Schon. Und was ist Ihr Lieblingsessen? Ich habe gern Italienisch, ganz leicht und so ein bisschen diese mediterrane Küche.